Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Conan Exiles Age of Sorcery hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute ein bisschen das Zaubereisystem an. Ja, wie startet man damit durch? Was muss man beachten? Solche Sachen werden wir uns heute genauer anschauen, ja, unter die Lupe nehmen. Und ich würde auch sagen, ohne weitere Umschweife, diven wir direkt rein mit einem schmackigen... Hä? Um in Conan Exiles Age of Sorcery zaubern zu können, brauchen wir nicht ein gewisses Level und wir schalten dies auch nicht frei, sobald wir einen neuen Charakter in Conan Exiles Age of Sorcery erstellen. Wie also dann kommt man an diese Zauberei heran? Ist eigentlich relativ simpel und zwar läuft das über die Zauberer, die wir nun in verschiedenen Camps und Instanzen finden. Ja, wenn wir diese zu einer gewissen Zahl töten, dann wird früher oder später einer dieser Zauberer eine Karte eines Zauberers dabei haben, ja, wie wir hier in den Sequenzen sehen. Und dieser Karte könnt ihr dann einen Standpunkt entnehmen, der ist jeweils auf, wie sollte es auch anders sein, in den Exiled Lands und Isle of Scepter etwas unterschiedlich. Es sind ja auch unterschiedliche Maps. Ich werde es euch hier mal einblenden, ja, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann schließt am besten jetzt schnell die Augen. Mhm, ja, atmet mal tief ein und so. Genau, und jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen, ja. Falls ihr das selber herausfinden wollt, ich könnte das verstehen, ist ja auch mal ganz nett, wenn man irgendwie sowas Questähnliches in Conan Exiles mitmachen kann. Ein ganz wichtiges Detail an dieser Geschichte ist, dass die Karte eines Zauberers keine Notwendigkeit dafür bietet, dass ihr letzten Endes den Loot bekommt, den ihr benötigt, um loszaubern zu können. Ja, das heißt, ihr könnt auch ohne die Karte eines Zauberers direkt in diese Höhle reinlatschen auf den verschiedenen Maps und dort das Equipment abholen, das ihr benötigt, um eure ZauberInnenkarriere durchzustarten. Ja, das ist nochmal ganz wichtig an der Stelle. Wenn ihr euch erfolgreich durch die Höhle durchgekämpft habt, dann werdet ihr am Ende, wie gesagt, mit dem Equipment, das ihr benötigt, belohnt. Ja, das ist einmal das Buch von Kurak, einmal euer Arcana Stab und einmal sind das 5 Jutebeutel, wenn ich gerade richtig informiert bin, ja. Damit könnt ihr dann direkt auch in der Höhle einen Zauber vonstatten lassen, das würde ich euch empfehlen, mehr will ich hier an der Stelle nicht gespoilert haben, es könnte sich lohnen, so viel mal dazu. Da ihr nun von eurer Expedition wieder zurück in die Heimat, in eure Base eingekehrt seid, würde ich euch empfehlen, direkt den Taumaturgietisch zu erbauen, ja. Dieser wird der Dreh- und Angelpunkt eurer Zaubereierfahrung in Conan Exiles sein. Hier könnt ihr auch ganz getrost euer Buch von Kurak direkt reinbolzen und drin liegen lassen, für immer, das passt, das braucht ihr nicht dabei haben, um diverse neue erlernte Zauber zu wirken, benötigt ihr nur den arkanen Stab und die Jute bzw. Stoffbeutel, die ihr für die diversen Zauber benötigt, im Inventar zu haben, um verschiedenste Zauber, ich sag mal, wirken zu können, ja. Das heißt, euer Buch kann da schön drin verschimmeln, das braucht ihr nie wieder in die Hand zu nehmen, solange das im Taumaturgietisch liegt, ist alles gut. Die letzte Sache, die ihr nun benötigt, um eure Zaubereiforschung in Conan Exiles Age of Sorcery weiter voranzutreiben, ist ein getreuer Zauberer, der richtig Bock hat, euch zu unterstützen an eurem Taumaturgietisch. Ergo geht ihr mit eurem Knüppel und eurer Leine los, klingt ein bisschen falsch, ins nächste Camp, holt dann einen Zauberer ab, ab ins Rad der Schmerzen damit und danach habt ihr direkt eine hilfswillige Person, die euch nach Leibeskräften an eurem Taumaturgietisch unterstützt. Diese Person eröffnet euch dann die Möglichkeit, selber leere Zauberspruchseiten herzustellen. Ja? Dafür braucht ihr diverse Materialien, werdet ihr selbst sehen. Ihr könnt aber auch aus 10 fehlgeschlagenen Zauberspruchseiten jeweils eine leere Zauberspruchseite herstellen und mit diesen leeren Zauberspruchseiten erlernt ihr dann letzten Endes neue Zaubersprüche für euer für eure Zaubereierfahrung halt letzten Endes, ja, für euer Wissen, da könnt ihr dann die neuen Sprüche herbekommen. Ganz wichtig ist an der Geschichte, ich würde euch stark empfehlen, bei diesem Video mal reinzuschauen, denn ihr könnt ja letzten Endes beides zeitgleich farmen. Einmal die Obolusse, die ihr durch die Kopfgeldjagd aus Chapter 2 bekommen könnt, von den Zauberern, und die Zauberer haben hier und da, wie gesagt, diese fehlgeschlagenen Zauberspruchseiten dabei. Das heißt, man kann das beides super auf einmal farmen und kriegt dann hier und da nicht nur neue Zauber dazu, sondern eben auch mal einen T4 Legendary getreuen oder eine legendäre Waffe, wenn man Bock drauf hat. Eine weitere Sache, die ihr an eurem Taumaturgietisch unternehmen könnt, ist, ihr könnt nun das Erscheinungsbild von Rüstungsobjekten, die ihr tragt, ändern, was ich persönlich ziemlich cool finde, da ich finde, es gibt einige coole Rüstungen mit starken Werten in Conan Exiles, die ich aber persönlich nicht sonderlich ästhetisch finde, ja. Nun habt ihr die Möglichkeit, gleiche Rüstungsteile, ja, ganz wichtig an der Stelle, ihr könnt jetzt nicht einem Handschuh das Aussehen von einer Jacke geben oder so, das ist natürlich klar, aber ihr könnt einem leichten Handschuh das Aussehen von einem schweren Handschuh geben, das funktioniert ohne Probleme. Ganz wichtig ist an der Stelle, ihr habt einmal links den Gegenstand für eure Grundwerte, einmal rechts den Gegenstand für euer Erscheinungsbild, wie ihr hier in den Sequenzen auch seht. Ganz wichtig außerdem, eure Gegenstände müssen 100% repariert sein, ja, die dürfen noch keinen Damage genommen haben, ansonsten funktioniert das nicht. Ich hatte vorher angemerkt, dass ihr in eurem Taumaturgietisch natürlich auch selbst leere Zauberspruchseiten herstellen könnt. Dafür benötigt ihr hier und da Opferblut. Dieses Opferblut bekommt ihr durch einen Opfertisch, den ihr für gewöhnlich auch schon bauen können solltet. Den könnt ihr einfach irgendwo platzieren und dann Leute verhauen gehen,
die an eure Leine anleinen und bevor ihr ihren Willen im Rat des Schmerzens brecht, direkt auf diesen Opfertisch drauflegen, einen Blutritus ausführen und schon habt ihr euer Opferblut. Ja, ich wollte das hier an der Stelle nochmal kurz angemerkt haben, auch wenn ich behaupten würde, dass ich die andere Variante deswegen für lukrativer halte, weil ihr halt als Side-Hustle quasi noch diese Obolusse reinholen könnt und so immer wieder T4-getreue und auch legendäre Waffen abholen könnt. Finde ich einfach lukrativer und macht auch irgendwie mehr Spaß. Ja, aber sei ja jedem selbst überlassen. Eine weitere sehr wichtige Instanz in Age of Sorcery ist eure Alchemie-Werkbank. Diese braucht ihr für eure Zaubereierfahrung immer wieder, da ihr hier die Jute und Stoffbeutel herstellen könnt, die ihr für diverse Zaubersprüche braucht, um diese letzten Endes über den Arkanenstab wirken zu können. Ja, also werft da immer wieder mal einen Blick rein. Ich habe hier und da immer wieder im Taumaturgietisch geschaut und bin dann fast verrückt geworden, ja, und habe dann letzten Endes rausgefunden, in der Alchemie-Werkbank geht das, ja, also habt da ein Auge drauf. Damit kommen wir noch zu einigen generellen Eindrücken und Tipps zu den Zaubern in Conan Exiles Age of Sorcery. Ich habe diese bis jetzt als sehr vielfältig wahrgenommen. Es gibt sowohl Zauber, die euch dabei helfen, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Es gibt Zauber, die helfen euch dabei, eine Lichtquelle zu generieren. Es gibt Zauber, die helfen euch beim Ressourcenfarm. Es gibt Zauber, die sind offensiv, defensiv. Ja, also ist für jeden was dabei, würde ich behaupten. Ich hoffe auch, dass da über diverse Updates in Zukunft noch neue Zauber dazukommen. Eine Sache, die sich alle Zauber teilen, ist letzten Endes die Tatsache, dass sie bei jedem Zauberakt den Zaubernden verderben. Ja. Manche Zauber benötigen sogar einen gewissen Grad XY-Verderbnis, damit diese überhaupt gewirkt werden können. Das heißt, damit ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen rumzugucken, ist die beste Option, würde ich sagen, um letzten Endes rauszufinden, was genau es damit auf sich hat, wann man welche Zauber wirken kann, etc. pp. Eine weitere Geschichte, die ich für sehr wichtig erachte, ist, wenn ihr nicht gerade mit Freunden zusammenspielt, würde ich euch empfehlen, Getreue dabei zu haben, die in der Schlacht eure Gegner ablenken, während ihr hinten steht und die Zauber wirkt, da das Wirken sehr lange dauern kann und eigentlich jeder Hit, der reinkommt, euren Wirkakt eben abbrechen kann. Das ist sehr stressig. Selbst könnt ihr übrigens die Zauberei immer mit Leertaste abbrechen, wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe. Und ansonsten würde ich behaupten, gibt es eigentlich nicht mehr sonderlich viel zur Zauberei zu sagen. Man könnte natürlich noch irgendwelche Schattenschlachtrösser heraufbeschwören oder irgendwelche Toten wiederbeleben, aber das sind Inhalte, die den Umfang dieses Videos definitiv sprengen würden. Vielleicht werde ich dazu irgendwann mal nochmal gesonderte Videos machen. Ansonsten wünsche ich euch was. Stay hydrated, stay Conan Exiles, bis zum nächsten Mal. Lasst Liebe da, euer P. Ade. Besser abonnieren.